So. Also, erstmal. Oh. Was ich meine wegen dem Oberkörperwinkel ist, du gehst dran an die Hantel. Ich finde, du stehst zu weit weg, weil du nämlich, wenn du dich runterbückst, hast du gar keinen Kontakt zur Hantel. Stell dich so ran, dass in dem Moment, wo du runtergehst, du Kontakt zur Hantel aufnimmst. Vorwärts vielleicht mal, so sieht nicht so wie mir gerade. Ich bin jetzt auch gerade nicht warm, bla bla. So, was ich mit dem Winkel meine ist, ich zeig's dir einmal, bringst dich schön runter mit geradem Rücken, hast dann die Hantel ja hier in der Hand und jetzt ziehst du an. Und zwar, indem du den Winkel vergrößerst. Bei dir sieht das so aus. Gehst dran, bis dahin ist alles gut, Setup sieht gut aus, dann ziehst du, ziehst dich rüber, der Winkel wird klein, du ziehst an und ziehst sie hoch. Das ist Verschwendung, weil du nämlich deine Beine nicht mehr vernünftig benutzen kannst. Du ziehst dich hier hin, deine Hüfte geht hoch, die Beine werden schon lang, obwohl die Hantel noch auf dem Boden liegt. Das darf aber nicht sein. Aussehen muss das wie folgt. So ist deine Position. Meine ist ziemlich genau hier. Dann greife ich dran. Spann mich ein. Und zieh die Hantel hoch. Das ist es. Und zwar nicht so. Du stehst erst zu weit weg. Wenn man zu weit weg steht, zieht sein automatisch nach vorne, weil die Hantel zu weit vorne liegt. Wenn die hier dran liegt und du dich reinlehnst, jetzt ziehst, geht die nach oben. Wenn sie zu weit weg liegt, sagen wir mal jetzt nur 10 cm weg vom Schienbein, gehst rein und ziehst, dann zieht sie dich nach vorne. Die soll ich aber nach vorne ziehen, weil sonst kriegst du keine Gewichte hoch. Du schnappst dir die Hantel, lehnst dich rein, spannst dich ein und ziehst sie hoch. So macht man das. Ja, so viel dazu erstmal. Deswegen das mit dem Rückenwinkel. Und was wichtig ist, ein gerader Rücken ist das. Nicht das. Was gerade aussieht, ist schon rund. Du musst diese Doppel-S-Krümmung, brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, aber die gilt es zu halten. Spannst dich ein. Kannst von mir aus, wenn du greifst, den Schweinerücken machen. Machen ja alle so. Aber dann kommt die Spannung rein. Und ziehst das Ding hoch, ohne den Winkel zu verkleinern. Das ist doch eine Winkelvergrößerung. So, so viel dazu. Was ich mit dem Band meine, ich werde filmen, glaube ich. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Den kann ich doch von hier machen. Ist, ich zeig's dir mal, der Hüftbeuger Stretch. Ich habe jetzt hier gerade nur ein Band rum, besser wäre es mit zwei. Das Band legst du dir rum, tief in die Leiste, sodass es hier am Arsch zieht. Und dann ist der Stretch selber eigentlich wie der von Kelly Starrett. Du gehst weiter in den Ausfallschritt. Und hier musst du eigentlich jetzt wirklich nur noch das Becken in diese Richtung bewegen. Also das Becken. Wow. Das Becken mit den Bauchmuskeln hier hin kippen und schon hast du sofort den Hüftbeuger-Stretch. Wenn du hier jetzt noch genug Bandspannung drauf hast, dann fühlt sich das so richtig knorke an. So, ja, erstmal die beiden Sachen. Das könnte erstmal gut helfen.